Philipp von Mandy hier bei mir im, tja, bisschen so im Klick, im, Klick, ja. Im Keller vom Klick. Wie geht's dir heute? Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut. Ja. Wie geht's dir? Viel unterwegs, ja. Alles Kameramann geht's auch gut. Ja. Du legst heute auf. Jetzt gleich, 10 Minuten. Gut, ja. Wir haben 10 Minuten, ja. Das reicht uns. Die ADE ist für dich was Besonderes? Bist du das erste Mal hier? Nee, ich habe ja früher in Plattenfirmen gearbeitet, in einigen, und kam dann immer hierher und habe versucht, die aktuellen guten Platten unter Vertrag zu nehmen. Mhm. Und so als DJ, glaube ich, das erste Mal vor 4 Jahren. Und da haben wir auch eine Labelnacht gehabt und das war auch ganz gut, aber seitdem war ich auch nicht mehr da. Also deswegen bin ich nochmal ganz froh, hier zu sein. Leider habe ich kaum Zeit. Ich spiele 3-mal oder 2-mal heute Nacht und dann geht es schon wieder weiter. Aber freue mich, hier zu sein. Help me! Oliolo! Give me a life, wie hast du eigentlich angefangen, also deine Karriere so weit nach oben zu treiben? Okay, naja, also ich wollte auch nie ein DJ sein. Also es hat einfach so ein ganz normales Abitur gemacht und studiert und dann habe ich immer Partys gemacht in Frankfurt. Und dann ist es irgendwann, merkst du halt nach 10 Jahren, deine ganzen Freunde denken schon, du hast es nicht mehr, weil du immer weitermachst und keine Sau. Also uns wollte auch nie jemand buchen. Und irgendwann, nach 10, 12 Jahren, hat Patrick, also mein Partner und ich, hat's halt irgendwann, haben wir die erste Residency gekriegt in Monza damals in Frankfurt. Und dann, keine Ahnung, und dann, ne, wir haben die Booker Shade Boys und der DJT und das, wir waren halt schon ewig Freunde. Und dann, also das ist halt die alte Story. Und dann hat es halt irgendwann geklappt. Aber ich glaube, sowas kannst du echt nicht planen. Also es ist einfach, das passiert irgendwann mal, aber du musst schon dran arbeiten. Also es passiert jetzt nicht irgendwie, da stolperst du nicht drüber, sondern das war nach 12 Jahren halt irgendwie 1000-mal Demos überall hingeschickt. Niemand wollte irgendwas mit uns zu tun haben. Das ist aber total okay. Du musst halt da nicht selber irgendwie glauben, dann passt das schon. Ja. Hört zu, Kinder. Der Opa hat gesprochen. Bei dir? Naja, also beim Label, bei Get Physical, kommen jetzt als nächstes ein Audiofly-Album, Nose, die zwei verrückten Franzosen machen ein neues Album. DJT hat gerade sein Album fertig gemacht. Wir, Patrick und ich als Mandy, machen eine neue Body Language Mix Compilation. Und dann gibt es noch viele andere schöne Sachen. Dann, was machen wir noch? Ja. Ja, also check die Homepage. Da habe ich vergessen. Nee, Quatsch, ist physical-music.com. Genau, und da erfahrt ihr die ganzen News. Viel Spaß. How deep is your sorrow? No yard. Die Italo Boys bei mir hier, hello. Hello, how's it going? Hello. Good evening. I'm fine, yeah, good evening. Yeah. You played, it was very cool, so how did do you like feel? It? Yeah, I like it. Yeah. How do you feel? Feel great, yeah, it was very nice. Yeah, we love it. It was a cool club and we love it. Okay, why are you here at the ADE? Why? Because we've been lucky enough to be invited to play today and tomorrow as well. So that's the reason why we are here. Okay. And you visit also some panels or conference? No, unfortunately no, we just... We were too busy. It's a name we've been given. Okay. Because super cool guy actually. Because we're Italian, we were doing something and someone when we've been booked for the very first one for the very first time in a club, we didn't yet have a DJ name. And the guy said, okay, Italo Boys. And we saw the flyer, we saw Italo Boys. We're like, who the hell are they? And said, guy, it's you. We're like, oh really? Okay, so
it went amazingly, so we said, okay, let's keep it. And this is the way, this is why we got this name. This guy. Horrible, tacky, like impossible name, but somehow it works. Yeah, it's very nice. So have fun tonight and have fun, you. See you the next time. Yes. On iMusic One. iMusic One. Ciao. Hello everyone. Natürlich wünschen wir das Mixerion Stage Team und iMusic One weiterhin alles Gute für die nächsten 15, 20, 30, 35 Jahre. Das war's von Mixerion Stage und Amsterdam Dance Event hier aus Amsterdam. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mixerion Stage.